So, ich bin gerade oben angekommen auf dieser Hochebene. Von hinten bin ich hergekommen. Und das ist jetzt diese Ebene in Richtung Daubensee. Da, wo ich jetzt hinlaufe. Ich bin jetzt angekommen in Schwarenbach an dieser Wegabung, wo ich den Weg verlasse. Und jetzt dann hier hochgehe, da oben ist ziemlich bewölkt, also es zieht ständig wieder frei, aber da führt jetzt der Weg hoch. Am Anfang über diese Moräne, die ziemlich steil ist, ich muss mal gucken, wie ich da am besten hochkomme. Und dann werde ich dann oben den Biwakplatz nehmen für heute Nacht, dass ich morgen früh recht früh los kann. Dann ist der Schnee noch ziemlich hart, denn oben liegt noch viel Schnee, dass ich gut laufen kann mit der Steigeisen und nicht permanent immer einsink. Das Ganze wird dann aber passieren beim Absteig, wenn ich dann zurückkomme. Geschätzt vielleicht 11, 12 Uhr oder zwischen 10 und 11 wahrscheinlich breche ich dann auf zurück. Und dann steige ich wieder ab über Sundbühl runter nach Kandersteg. Ich werde noch ein Stück gehen, fange jetzt dann an, mir Wasser zu suchen. Ich wollte hier nicht mehr absteigen, da unten hat vom Gletscher und mit Schnee. Und ich glaube, hier finde ich noch ein bisschen Frischwasser dahinter. Eventuell gehe ich hier runter, hole mir Wasser und gehe dann noch ein Stück hoch, vielleicht in so eine Kuhle oder so. Ich weiß nicht, zweck Steinschlag, wahrscheinlich wäre es gut irgendwo direkt unter einer Felswand. Oder hinter einem Felseneber. Das muss ich mir noch anschauen. Das ist der Blick zurück, da wo ich jetzt hergekommen bin. Da unten ist der breite Weg. Man sieht ihn relativ gut. Und der Fahrweg, die Fahrstraße hoch zur Gemmi, Daubensee Gemmi. So, ich befinde mich jetzt am Anfang zum Gletscher, wo ich jetzt hochsteige. Hier hoch geht's hoch.
Da sind schon einige unterwegs. Die zwei, wo ich gestern gesehen habe im Zelt, sind schon oben. Die sind fast oben. Der eine hat vielleicht noch 50 Höhenmeter oder so. Dann direkt mitten drin ist eine große Gruppe mit 5 Leuten und untersteige gerade noch mal ein mit 2. Gestartet bin ich um 6 Uhr. Das sind jetzt noch die letzten ungefähr 500 Höhenmeter. Es geht hier eine kleine Senke runter und dann geht es hier hoch. Und der Gipfel ist leicht rechts, man sieht das Kreuz. Und das ist nochmal ganz schön, eine ganz schöne Steigung. Ich mache hier kurz Pause und dann werde ich durchsteigen bis hoch, zumindest bis zum Vorgipfel. Dort vielleicht nochmal kurz Pause machen und dann bis zum Hauptgipfel, bis zum Balmhorn. 3700 Meter, knappe 3700 Meter. So, ich bin oben angekommen, Balmhorn, 3698 Meter, genialer Blick. Erstmal Richtung Berner Alpe, Eigermönch-Jungfrau, Finsterer Horn dahinter. Dann haben wir aus Aletschhorn. Der hier weiß ich gerade nicht mehr mit dem Namen, aber auch ein 4000er. Und hier eben das Gipfelkreuz. Und dann haben wir den ganzen Blick hinter in die Wallis, 4000er, Dom, Weißhorn, Smatterhorn, Dent Blanche und da vorne dann noch der Mont Blanc. Und hier unten dann Leukerbad und hier Staubhorn mit dem Klettersteig. Hintere auf die Plaine Mort, Wildstrubel.